draußen, ich bin Sam von Ballistic Light und herzlich willkommen zu einem neuen Videokanal. Heute habe ich Premier League Sticker, wie schon angekündigt, für euch. Ich habe ja gerade erst mein komplettes Album von der letzten Saison gezeigt. Falls ihr das Video verpasst habt, oben in der Infocard könnt ihr euch das gerne reinziehen. Heute haben wir die brandneuen Premier League Sticker von Panini am Start. Zur 2020-2021 Saison. Hier steht es auch 2021 groß drauf. Heute zeige ich euch ein bisschen das Album und wir öffnen zusammen die Collectors Tin hier. Die Tin zur Serie, da sind auch einige Päckchen drin, 50 Sticker, schauen wir uns schon mal an. Und am Boxing Day, so gut wie er in England heißt, am 25. am ersten Weihnachtsfeiertag werde ich für euch eine komplette Box, also ein komplettes Display öffnen. Da schauen wir uns die Serie nochmal genauer an und dann nach Weihnachten plane ich dann auch euch ein bisschen so ein Album-Update zu geben, dann die Sticker schon eingeklebt zu zeigen, wie voll unser Album so aussieht. Und dann werden wir über die nächsten Wochen natürlich einige Videos zu dieser Serie bringen. Immer mal wieder Päckchen öffnen. Falls ihr eine coole Challenge habt, was wir als Challenge bringen können zu der Serie, schreibt es auch immer gerne in die Kommentare. Es gibt wieder ein paar gute Youngsters dabei, wie Bukayo Saka, der ist hier vorne schon drauf. Mason Greenwood auch drauf. Also ist auf jeden Fall eine coole Serie. Und falls ihr euch jetzt denkt, bei dem Video, boah, die sehen geil aus, boah, die will ich auch sammeln. Ja, die könnt ihr aus Deutschland bestellen. Das heißt, ihr müsst nicht aus England bestellen im Moment. Aus England bestellen ist ja sowieso ein bisschen kritisch. Und deswegen habt ihr es ganz komfortabel, ganz easy. Erster Link in der Videobeschreibung führt euch zum Panini-Shop. Dort könnt ihr aus Deutschland die Sticker bestellen. Es gibt bestimmt noch wieder ein paar gute Bundles, die ihr euch gönnen könnt. Also über den Link in der Videobeschreibung unterstützt ihr uns auch. Und an der Stelle will ich auch gleich am Anfang nochmal sagen, vielen Dank an Panini, die uns die Sticker zur Verfügung gestellt haben, damit wir sie euch sofort hier jetzt zeitnah zum Release gleich präsentieren können. Und ja, und ihren guten Eindruck über die Serie bekommen könnt. Wir schauen uns als erstes mal das Album an. So sieht es aus. Letztes Jahr war es gelb, dieses Jahr ist es blau. Was geblieben ist, was sehr, sehr nice ist, das habe ich ja im anderen Video auch schon gesagt, dass ich das cool finde immer. Und das haben sie eigentlich genauso beibehalten. Und zwar die 20 Team-Logos sind hier unten abgebildet, natürlich mit den neuen Aufsteigern und so weiter. Also sehr, sehr nice. Dann wieder ein paar Spieler. Ich finde, das sieht sehr, sehr nice aus. Alexander Arnold, Sergio Aguero, dann Christian Pulisic, Bukayo Saka, Jimenez und Mason Greenwood sind am Start. Das Ganze, ich weiß nicht, ob man das hier vielleicht mit dem Licht, kann man es gut sehen, dass die Spieler hier sind glossy, aber dann hier oben ist ein bisschen, das ist ein bisschen rau, hat ein bisschen Textur, aber dann im Hintergrund ist hier das wieder ein bisschen so glossy, da sieht man auch noch 2021, also ist sehr, sehr cool das Album, fühlt sich sehr, sehr hochwertig an und ja, dann gehen wir kurz rein, wir schauen mal ganz kurz durch, wie das aufgebaut ist. Hier auf der ersten Seite hat man wieder eine kurze Beschreibung, was so auf den Stickern so alles steht. So sehen sie aus. Dann wieder My Panini, vielleicht mach ich dieses Jahr mal einen Ballistic Night Sticker oder so. Dann haben wir ein Vorwort wieder hier, so ein bisschen was geschrieben. Diesmal sind hier ein paar Spieler hier unten abgebildet. Und dann hier haben wir hier, ich weiß nicht, letztes Jahr war es einmal das Panini-Logo. Bisschen und dann einmal die Premier League Trophäe. Mal gucken, ob es dieses Jahr genauso ist. Wir werden es dann bei den Pack Openings sehen. Dann haben wir auch dieses Jahr wieder eine Doppelseite zu den ganzen Teams. Die haben hier wieder so einen runden, sag ich mal, abgerundeten Sticker, Puzzle-Sticker sozusagen. Und gleichzeitig ist das auch so ein Inhaltsverzeichnis, wie ich gerade sehe. Zum Beispiel der FC Chelsea ist auf Seite 20, Crystal Palace dann auf Seite 24 und so weiter. Also das finde ich eigentlich ganz cool gemacht, dass man so auch so den Inhalt nice präsentiert bekommt. Und hier unten steht plus 4 auf Platz auf Satz 44 Premier League Elite, auf Seite 48 Star Signings und auch ab Seite 92 die Transfer Update Sticker. Die gibt es natürlich noch nicht, die werden dann im Laufe der Saison wieder kommen. So, und dann beginnen wir auch schon mit dem ersten Team. Das ist der FC Arsenal. Bournemouth war ja letztes Jahr das erste Team, aber die sind, glaube ich, abgestiegen. Und ähnlich wie letztes Jahr ist so aufgebaut, hier oben ist der Sticker vom Logo, würde ich mal schätzen diesmal, aber nicht horizontal, sondern vertikal. Dann gibt es hier so die Standardformation, ein paar coole Fotos, dann wie viel Premier League Titel das Team gewonnen hat, hier unten noch ein bisschen was zu den Social Media Accounts,
Und dann oben rechts diesmal auf der Doppelseite die Trikots, die hatten wir letztes Jahr auch schon. Da auf der zweiten Doppelseite hier, gleich auf der ersten Doppelseite hier im Hintergrund sieht man auch das Stadion ein bisschen abgebildet und rechts unten der aktuelle Trainer Mikel Arteta. Und dann haben wir hier unsere Doppelseite mit den Porträtstickern. Und das sind 8, 19, 11, 22 Stück müssen das sein. Und hier wird auch gleich gezeigt, wer der Kapitän ist. Und zwar Pierre-Emerick Aubameyang ist der Kapitän. Ich würde jetzt mal schätzen, dass der ähnlich wie letztes Jahr dann vielleicht wieder einen Glitzersticker hat, wenn es auch schon dazu steht. Also ich freue mich drauf. Ein paar gute Youngsters, Nketiah, Gabriel Martinelli sind auch wieder dabei. Dann die zweite Doppelseite. Wie letztes Jahr hat jedes Team zwei Doppelseiten. Mit Bukayo Saka hier 5 Assists letztes Jahr in 32 Spielen gemacht. Hier links haben wir dann auch wieder die restlichen Spieler des Teams, die keinen Sticker bekommen haben. Und das sind einige hochkarätige Spieler. Sokratis, Cedric, Mustafi, Callum Chambers, Kolasinac, Mesut Özil, Smith Rowe. Also Arsenal hat da echt viele, die nicht dabei sind. Und ja, also das ist ganz cool, dass die ganze Kader ist abgebildet. Bei manchen Teams wird es mehr sein, bei manchen weniger. Dann haben wir hier wahrscheinlich wieder eine Art so ein paar Starspieler und so weiter. Also hier sehe ich schon, Dani Ceballos hat hier irgendwas bekommen. Dann haben wir Top Gunner, so ein Sticker. Dann gibt es hier so ein paar Statistiken. Das feiere ich immer, wenn halt ein bisschen mehr als nur die Sticker dabei sind, sondern auch ein paar Statistiken und so weiter hier. Da haben wir die ganzen Nationalitäten, die im Kader sind. Letztes Jahr war das ja noch ein bisschen gezeigt, wie viel sozusagen, was für Nationalitäten am meisten vertreten sind. Dieses Jahr anscheinend aber nicht mehr. Dann haben wir Magic Moment Sticker. Dann haben wir hier so zwei kleine Sticker, also 50A und 50B. Da bin ich mal gespannt, was das genau ist. Also ich sehe hier schon irgendwas mit Nicolas Pepe und Kieran Tierney. Also vielleicht so ein Action-Shot. Dann haben wir hier so einen Spieler im Fokus, würde ich mal so benennen. Alexandre Lacazette mit ein paar Statistiken. Und dann haben wir nochmal einen extra Captain-Sticker für Aubameyang in diesem Fall. Also das ist die Doppelseite. Hier oben auch nochmal ein paar Statistiken zu Arsenal. All-Time Premier League Record. Also 1082 Spiele gemacht, 582 gewonnen, 274 unentschieden und 226 verloren. Und das haben wir jetzt im Prinzip für jedes Team. Da geht es weiter mit Aston Villa hier mit einer Doppelseite. Dann Brighton und so weiter. Das schauen wir natürlich jetzt nicht jedes Team an, weil wir wollen jetzt auch langsam zu den Stickern an sich kommen. Dann haben wir aber wieder die Elite. Also ähnlich wie letztes Jahr. Wir hier eine zwei Doppelseiten mit Elite-Stickern. Und soweit wie das aussieht, ist es auch so, dass wieder jedes Team ein Sticker bekommen hat. Hier bei Chelsea ist es zum Beispiel unten hier unten Kai Havertz. Also bin ich gespannt, wie die dieses Jahr aussehen. Das sind so die Stars der Teams sozusagen. Und was neu ist, ist die Star-Signing-Seiten. Und was die finde ich richtig cool gemacht. Also da hat auch jedes Team, glaube ich, seinen besten Signing, so ein Star-Signing bekommen. Timo Werner. Dann steht hier ein bisschen was zum Spieler. Und was ich richtig cool finde, ist, da steht die Distanz zwischen den beiden Clubs. Also einmal die Red Bull Arena von Leipzig und dann die Stamford Bridge für Chelsea. Und dann die Distanz 869 Kilometer zwischen den beiden Orten. Und da sieht man halt, manche sind nicht so weit gereist, wie hier oben rechts Iberici Issi. Der ist ja von QPR zu Crystal Palace innerhalb von London gewechselt, 16 Kilometer. Aber andere haben da schon längere Distanzen hinter sich gebracht. Wie zum Beispiel Rodrigo Moreno, 1500 Kilometer. Ja, also die Star Signings. Und da gibt es auch noch eine zweite Seite, zum Beispiel Thiago von den Bayern zu Liverpool. Und dann geht es hier auch schon wieder weiter mit Liverpool und mit Manchester City und den ganzen Teams. Und ja, so geht es weiter. Und dann ganz am Ende haben wir hier nach den Wolves nochmal ein Transfer-Update-Seite. Wieder zwei Doppelseiten, wie auch schon letztes Jahr. 48 Update-Sticker, die werden dann im Laufe der Saison wahrscheinlich irgendwann, ich würde schätzen, ich weiß nicht mehr, wie es genau letztes Jahr war, aber ich würde schätzen, so im März, April, vielleicht ein bisschen früher, vielleicht ein bisschen später. Ich glaube, so März, April klingt schon gut, wenn das Transferfenster geschlossen ist wieder. Und da gibt es halt ein paar Update-Sticker zu Spielern, die jetzt die Saison doch noch mehr gespielt haben als erwartet.
und noch keinen Sticker bekommen hatten oder halt im Winter gewechselt sind. Dann nochmal hier der Panini Online Shop, auch der englische, wie gesagt, in der Videobeschreibung findet ihr den deutschen. Hier noch zum Nachbestellen ein paar Infos und dann die Rückseite und auch die ist wieder so matt, hat so eine Textur und damit so einen glänzenden Premier League Löwen. Und in unserem Fall ist das hier die internationale Version, die unter anderem in Malta verkauft wird. So, also das ist das Album. War jetzt ganz schön ausführlich. Und jetzt kommen wir zu der Tin. Die sieht so aus. In Papierverpackung, wie man es mittlerweile jetzt schon gewohnt ist. So, dann kommt die Tin raus. Also ohne viel Hektik. Und dann haben wir hier wieder die gleichen Spieler wie auf dem Albumcover. Hinten sieht das Ganze so aus, mal umgedreht. Premier League, also cooles Design. Ich finde das hellblau sieht auch sehr, sehr nice aus. Und dann ist das hier, besteht die aus zwei Teilen. Also manchmal waren die auch so fest, zwei Teile. Dann holen wir die Packs raus. Und dann warst du mir das hin und die kann man zum Beispiel benutzen, um seine Doppelten zum Beispiel zu verstauen. Hier haben wir jetzt unsere wahrscheinlich 10 Päckchen und werden die gleich mal öffnen. Es gibt auch verschiedene Päckchen-Designs. Ich sehe hier 3, ich sehe 4. 4 würde Sinn machen, dann würde jedes Premier League-Team vertreten sein. Also einmal das hier mit Aguero drauf, mit Nick Pope, mit Callum Wilson, jetzt bei Newcastle und Jack Grealish. Dann dieses mit Trent Alexander-Arnold, Jamie Vardy und Kane. Dann Bukayo Saka, Jimenez, Danny Ings, Calvert-Lewin. Und mit Mason Greenwood unter anderem, Christian Pulisic. Falls das mal fokussieren will. Ja, also Sander Berge ist glaube ich auch noch drauf. Und jetzt kommen wir zu den Stickern. Ich fahre die Kamera ein bisschen runter, ein bisschen näher dran. Vielleicht funktioniert der Fokus da ein bisschen besser. Und mehr Licht und dazu sind wir auch schon ready fürs erste Päckchen. Ich bin gespannt auf die Sticker und wir bekommen gleich ein Trikot. Also die Sticker sind, haben eine schöne Größe und das erste Trikot ist von Aufsteiger Leeds United, das Heimtrikot. Auf der Rückseite sehen die so aus, haben einen Fakt, Leeds Star der Premier League Journey in a fresh 100% recycled white and blue home uniform. Also 100% recycled ist das Trikot. Was nicht fokussieren. Also coole Fakten. Dann haben wir hier Magic Moment, so sieht's aus. Die Kamera will aber heute wirklich nicht. So, Magic Moment für Tottenham. Dann haben wir den ersten richtigen sozusagen Porträtsticker mit Alexandre Zinchenko für Manchester City. Also auch hier wieder hier, wann er geboren wurde, die Trikotnummer, Größe, welcher Fuß ein starker ist, Nationalität und so weiter. Also sieht sehr, sehr schick aus, muss ich sagen, der Sticker. Und sogar Instagram ist hier jetzt abgebildet, Instagram-Account. Und dann wieder ein paar Fakten. Ja. Dann El Mohammadi. Und wir haben unser erstes Logo, und zwar für Aston Villa. Mit so zum Shiny-Effekt, zum Disco-Effekt, würde ich mal jetzt einfach nennen. Unten das Premier League Logo noch drauf. Also sehen sehr, sehr schick aus. Unser erster Glitzernder im ersten Pack. Sehr, sehr nice. Und jetzt gehen wir natürlich ein bisschen schneller durch die weiteren Päckchen, die wir hier haben. Da haben wir Mohamed Elneny für Arsenal. Dann Magic Moment. Oder so ein, ja, für Chelsea. Dann Mohamed Salah, Man City. Und James Justin für Leicester. Letztes Jahr gab es ja einige gute Youngster, wo die Sticker teilweise enorme Werte generiert haben. Eben zum Beispiel Mason Greenwood. Welche Youngsters dieses Jahr hier schon drin sind, weiß ich gar nicht. Aber erstmal haben wir den Captain Sticker für Fulham, Tom Kearney. Und der hat so einen Cracked Ice Effekt. Sehr, sehr cool. Also ich finde auch cool, dass halt die verschiedenen Glitzer Sticker auch verschiedene Glanzeffekte bekommen haben. Da haben wir Magic Moment. Ah, hier steht das Magic Moment. Ich weiß nicht, was das andere dann war. Hier Magic Moment für Leicester. Callum Robinson, Jimenez und
Key Player Mason Mount und auch der hat diesen Disco-Effekt. Auch schicke Karten. Sick, sick, sick. Also, sehen auf jeden Fall nice aus. Man merkt die Mühe, die in diese Serie gesteckt wurde, die Liebe. Und Panini kann das sehr, sehr gut mit den Stickern. Timothy Castagne. Dann haben wir, oh, jetzt haben wir diese Doppelsticker und die sind auch tatsächlich auch glitzernd. Sergio Aguero und Riyad Mahrez. So sehen die aus. Goalscoring Genius und Skill King. Also sehen nicht schlecht aus. Ich freue mich schon, wenn die dann im Album sind, wie die dann aussehen. Und dann das Logo für Newcastle. Also viele Glitzersticker hier dabei. Captain's Card James Ward-Prowse und Max Kilman für die Wolves. Also, die Vorfreude hat sich gelohnt. Sehr, sehr coole Serie. Marcos Alonso, dann das Everton Heimtrikot, Lucas Moura, Burnley Logo und James Tarkowski für Burnley. Dann haben wir hier vom Beginn, haben wir diesmal, letztes Jahr hatten wir glaube ich 3 Spieler drauf, jetzt haben wir 2 Spieler drauf. De Gea und Donny van de Beek, dann Furlong, Keyplayer James Maddison, Toby Alderweireld und Jordan Pickford, Keeper für Everton. Dann haben wir Magic Moment für Aston Villa. Wir haben Neuzugang Thomas Partey, Harry Winks, Krasicki und Calvin Phillips für Leeds. Also Leeds, nachdem die letztes Jahr gesehen haben, Panini steht jetzt richtig geiles Sticker her, da wollen wir unbedingt jetzt auch mal wieder aufsteigen. Willie Bowie, Chris Wood, dann haben wir hier nochmal Leicester, also das andere war ein Magic Moment, das sind einfach Jubelbilder, Van Dijk und Kurt Zouma. Wie viele Päckchen haben wir noch? 2 Päckchen und dann haben wir es für heute geschafft, aber wie gesagt, am 25. kommt dann das große Display Opening. Dann haben wir hier Midfield, Machine und Superstopper, MacArthur und Quarter. Dann, Star Signing, die sehen auch echt nice aus. Echt nice, die haben auch... Cool. Also die Super Signs gefallen mir auch sehr, sehr gut. James Rodriguez für Everton. Star Signing hier. Sieht sick aus. Kovacic und Eric Peters. Und letztes Päckchen für heute. Da haben wir David Luiz. Dann Son und Heuberg. David Prepper. Bertrand Traoré und ein goldener Elite. Die sehen auch wieder richtig nice aus dieses Jahr. Also die Elite bleiben Gold. Und wir haben Ryan Brewster. Ex-Liverpool Academy Spieler. Für einiges an Geld zu Sheffield. Sehr, sehr nice das Sticker. Also, Panini hat Mühe gegeben. Ich finde, jeder Sticker sieht recht nice aus. Also die Portrait-Sticker sowieso. Auch die sind wieder gut geworden. Ich weiß jetzt nicht, ob es immer ein sozusagen Star und Neuzugang ist, weil bei dem anderen war es ja auch der Herr und Neuzugang Van der Beek. Ich weiß nicht. Also hier sehen cool aus. Das war mein erstes Video zu den neuen Premier League Stickern. Wie gesagt, die findet ihr jetzt im Panini Shop. Der Link dazu in der Videobeschreibung. Und gönnt euch die. Also für mich ist es eine wundervolle Serie. Also die sieht einfach nur richtig geil aus. Und ich freue mich schon auf die nächsten Pack Openings. Endlich mehr davon zu öffnen und endlich die ersten einzukleben. Und da werde ich dann über Weihnachten gut beschäftigt sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Weihnachtszeit. Ich hoffe, ihr seid auch die nächsten Tage dabei. Jetzt kommen die nächsten, über Weihnachten kommen jeden Tag mindestens ein Video. Also seid gespannt. Auch ein paar coole, also auch, ich kann euch schon spoilern, fürs morgige Weihnachtsvideo wird's cool. Also wird's ein bisschen cool. Also seid gespannt. Das war's auf jeden Fall von mir für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bald wieder hier bei United. Ciao, ciao.